Aber ich nehme auch gerne, dass ich wieder zurückdackel. Ist das wie eine Echse, Mann? Mach mich ganz kirre. Jetzt werf eine Karte drauf oder so. Oder ein Pokéball. Ist mir egal. Da müssen wir hin. Das habe ich in meiner Intelligenz gerade herausgefunden. Aber rein theoretisch müsste ich langsam Feierabend machen. Ah, eine Folge geht noch. Hi. Bei den Ahnen, noch ein Inselfremder. Ich bin ein Bändiger vom Widerstand. Das ist sehr edel von dir. Ich wusste schon immer, dass Denizianer gute Menschen sind. Einige Belsottos sind Denizianer. Ja, das habe ich gesehen. Ich schätze, es gibt überall schwarze Schafe. Aber deshalb muss man nicht die ganze Insel verurteilen. Genau wie einige Nörgler unter uns und unter uns unsere Belsotto-Herrscher mit offenen Armen willkommen geheißen haben. Ja, ich weiß, kaum zu glauben. Zuerst war ich entsetzt, dann habe ich versucht, mich in sie hineinzuversetzen, sie zu verstehen. Aber jetzt bin ich einfach nur noch wütender. Tut mir leid, ich... Ach, lassen wir das. Hey, ich muss Adrenalin abbauen. Temtem, los. Haben die hier Probleme? Oh, Mudrit. Mudrit, das nehme ich gerne mit. Mudrit ist meins, mein Ding. Mudrit. Ich will immer nur gegen kisivianische Kisivianer kämpfen. Weil die haben Mudrits. Und Mudrit ist immer gleich tot. Da kann Mudrit machen, was Mudrit machen will. Ach ja, Lieblingsgegner. Von Babunk. Bald Level up. Grumpfel? Ach der. Ja, von mir aus. Grumpfel mich doch an. Ach komm, kannst auch das machen. Du hast genügend Ausdauer tatsächlich. Tatsächlich bist du cool genug für deine Ausdauer. Grumpfel. Grumpfel hat überlebt. Grumpfel ist grumpfelig. Hat der eigentlich eine Entwicklung? Haben wir die nicht schon mal gesehen? Ich kann mich an irgendwelche entwickelte Schokolade erinnern. Entwickelte Schokolade. Ja, was gibt's? Verschmutzung, giftige Dämpfe, beinahe unbekannt auf den unbefleckten Archipelen. Vergiftet das gesamte Team zwei Runden lang. Ja, gut. Das jetzt, ne? Vergiften ist immer gut, klar. Aber das jetzt im Leben tatsächlich weiterhilft, wage ich zu bezweifeln. Weil das braucht nämlich drei Runden, also es dauert. So, Christina kriegt wieder volle Böhre auf alles, was es nur gibt. Ja, gut gemacht, du hast einen ziemlich einzigartigen Stil, Bavana. Vana, wie auch immer. Bavana, Vana. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 60.000, okay, wir haben 5.000 jetzt gemacht. Oh Gott. Ich kann überlegen, war das schon der... Nee. Gut, dass wir uns drüber unterhalten haben, ne? Hui. Nutzlos. Hallo. Ergib dich sofort, Terrorist. Warum bin ich eigentlich der Terrorist, wenn sie einfallen in das andere... Und ich frag doch nur... Für Freund. Da müsste eigentlich auch Windstoß reichen. Komm. Da reicht auch Windstoß. Du bist nicht so gefährlich. Gucken wir lieber, was da sonst noch kommt. Warum greifst du nicht Babunk an? Der hat Kamille. Babunk! Gott, ich will seine Entwicklung jetzt endlich haben. Verdammt. Guck, jetzt können wir nicht Babunk weghypoxieren. Wenn es dann nämlich gleich weg. Siehst du, wie schwach der ist? Du, der Affe. Aber die Entwicklung davon ist bestimmt super, oder? Hoffen wir es mal. Aber bestimmt. Mastion. Achso. Der da.
auch bekannt als, ach so, der da. Ja. Wow. Ruh dich aus, leg dich hin, mach ein Bubuchen. Nicht mehr immun von der Kamille. Verstärkung, ich brauche hier Verstärkung. Nope. Okay, da müssen wir klettern. Ich habe das Gefühl, dass wir bald tatsächlich klettern lernen, weil wir hier sehr viel klettern müssen. Ich werfe eine scheiß Karte auf der Temtem. Ich hasse den Typen. Ich hasse uns hier in diesem Spiel. Der ist so ein schwerter Typ. Der Tupede, du. Okay, langsam kriege ich Hunger und Durst. Ich muss gleich noch Essen kochen, damit das rechtzeitig für die Welpen kommen da ist. Also Essen. Also, dass es rechtzeitig gekocht ist. Ich glaube, wir haben uns hier überall schon umgeguckt. Okay. Wer bist du? Also, warum hast du mich aufgehalten? Shikamo! Ah, guten Tag. Mwangangu. Entschuldige, ich hab dich nicht früher gesehen. Ich tue mich schwer, junge Leute zu bemerken, die keinen Respekt vor dem Alter haben. Dann gehe ich. Dann bist du hoffentlich ein Freund dieser Belsotto, denn sie sind nicht freundlich zu meinem Volk. Mwangangu, keine Ahnung. Was ist mit dir? Ach, wen interessiert schon die Meinung von so einem alten Knacker wie mir? Gute Reise. Mwangangu, was auch immer. Möge dein Ahn mit dir sein, wenn du welche hast. Und dich vor dem schützen, was da noch kommt. Jetzt ernsthaft. Warum hast du mich aufgehalten? Verschwende deine Zeit nicht mit diesem alten Mann. Wenn das Schicksal uns wieder zusammenführt, reden wir. Okay, ich meine, er hat einen Namen und alles. Deswegen wundert es mich gerade. Ich meine, wenn die schon einen Namen haben. Hallo! Oder was? Sekunde, die Brücke soll doch im Westen sein. Da muss also diese Kluft im Osten liegen. Also wäre die Klippe. Nein, nein, die Pan-Sonne steht im. Halt, du da! Du darfst hier nicht sein! Warum nicht? Ich muss mal ein bisschen Wind ablassen. Kamille. Ich meine, Level 60 ist schon knüllerhart, ne? Aber trotzdem, Kamille. Kamille rettet. Wie im echten Leben. Ich hasse Kamillentee. Der schmeckt furchtbar. Just saying. So. Leute, wo ist der Rest meiner Einheit, wenn ich sie brauche? Warum hast du nur 999 Geld gegeben? Ich muss ganz kurz da mal hochgucken. Denn da sind schon Belsottos auf der... Oh, ein Cizare. Eine Snake. Oder ein Wurm oder... Weiß nicht. Mit Kinnbart. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ich frage mich schon lange nichts mehr. Und Ohren. Hasenohren. Nichts geschenkt, nichts?
Können wir die nochmal besiegen? Oh, lustig. Okay, ich gehe schon weiter. Ich sehe schon, wir können sie nicht nochmal... Oh, hier ist der Kampf. Haltet sie zurück! Wenn sie die Brücke einnehmen, ist Upizani verloren! Das sind so viele! Kommt schon, Jungs! Werft ihr ihnen eure Demtems entgegen? Clan Besotto ist voll klasse! So ungern ich das auch tue, Notfallplan Rot. Achso. So ungern ich das auch tue, Notfallplan Rot. Rückzug, Bändiger! Ha! Schau, wie sie laufen, ihr kisivianischen Feiglinge! Halt die Klappe, du Trottel. Der Befehl lautete, die Brücke intakt einzunehmen. Wie sollen wir jetzt bitte Upizani erobern? Ich meine, wir haben sie doch besiegt. Das ist völlig egal. General X war mehr als deutlich, dass er von uns erwartet, die strategischen Ziele dieses Feldzugs zu erfüllen. Einer davon war, diese Brücke zu sichern. Willst du ihm das erklären? General X, Das dachte ich mir schon. Herr Gehört, wir marschieren jetzt schleunigst zurück in das Hauptquartier. Ich muss dem General diese strategische Entwicklung melden. Also, Bewegung! Aus dem Weg, dreckige Stammsleute! Wie du befiehlst, Warner. Das wirst du noch bereuen, Eindringling. Mavango, du gehörst hier... Du könntest hier noch eine Aufgabe haben. Ich muss nach Upizani, aber die Brücke ist weg. Lass mich in Ruhe, du verrückter alter Mann. Nein, tatsächlich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich habe dich beobachtet, Case. Ja, ich kenne deinen Namen, aber tu gar nicht erst überrascht. Vielleicht bin ich doch nicht so alt und verrückt. Es gibt einen anderen Weg auf die andere Seite. Es gibt immer einen Weg. Zu allen Orten, du musst immer nur einen Schritt voraus sein. Oder, wie in diesem Fall, einen Schritt oben drüber. Nimm das hier. Ja, eine Gravitations-Bikrallen. Ja, toll. Du verstehst zwar nicht so ganz, wie dieses technische Wunderwerk funktioniert, aber du kannst dich damit an Felswänden festhalten und sie erklimmen. Das wird dir gute Dienste leisten. Was zum unten drunter ist das? Eine Spende von Dr. Akihiro für die gute Sache. Nur ein Prototyp, noch nicht umfassend getestet. Bedingungen können nicht sicher sein. Männer der Wissenschaft sind halt so. Keine Zeit für Sicherheitsvorschriften, Mavangua. Du bist der Tester. Und diese steile Felsenklippe sind dein Testgelände. Na klar. Jetzt weiß ich, dass du vertrauenswürdig bist. Also, zumindest so weit, dass du kein Freund der Invasoren bist. Zugegeben, man kann auch übervorsichtig sein. Und wir brauchen alle Freunde, die wir kriegen können. Siehst du diese Felswand? Nutze deinen Kopf und die Spielerei, die ich dir gerade gegeben habe. In der ganzen Region wimmelt es nur so vor Eindringlingen. Ich gebe dir diese eine Chance, um dich zu beweisen. Erklimme die Hügel und reise weiter nach Westen. Das wird weder leicht, noch ist es sicher. Willkommen in Kisiva. Toll. Ich lese das da hinten schon gar nicht mehr vor, weil ich kann sowieso nicht lesen. Okay, die Brücke ist kaputt. Das wäre der einfachere Weg gewesen tatsächlich. Und wir müssen jetzt da ganz hoch. Aber wir können jetzt klettern, cool. Da ist eine Wand. Spider-Man, Spider-Man. Macht, was immer ein Spider-Man macht. Kann er nicht, tut er nicht. Spider-Man. Was? Bin ich richtig? Verdammt! Bin ich auch noch richtig? Okay, ich finde das ein bisschen lustig, wie er krabbelt. Meins. Eine Verstärkungskokosnuss. Liefert TW für Verteidigung, klar. Ein Verstärker Pfirsich. Da weiß ich nicht. Oh, das können wir schon gar nicht mehr ihnen. Okay. Kriegst du die jetzt? Weil du harter Hund und so. Ja, ich möchte aber auch eigentlich nicht die Geschwindigkeit. Aber für Angriff wäre natürlich, ne? Verdammt. Ich habe ein bisschen Geschwindigkeit eingebüßt, aber ich hoffe, das ist trotzdem gut, wenn wir jetzt den Pfirsich nutzen. Dann kriegt er nämlich noch mehr Angriff da drauf. Weniger Geschwindigkeitspunkte dazu, aber mehr Angriff. Bah! Luftaufklärer 37. Wir haben Kontakt mit vereinzelten kisivanischen Rebellen in der Kiliman-Zone. Kampfhaltung imitieren.
Weiß ich nicht. Hey, wir müssen kämpfen. Kamille. So, Avada Kedavra lebt leider noch. Boah, lebt sogar noch ganz schön. Haha. Kamille. Aua, ich weiß, aua. Lebt noch. Oh Gott, sowas von gar nicht mehr. Wegen der Geschwindigkeit, ich hab's gewusst. Ich weiß, Gulda bringt uns da überhaupt nichts, aber ich würde ihn trotzdem einsetzen, weil cool und so. Außerdem ist er jetzt so oder so tot. Also es ist im Endeffekt egal. Ja, es schreit um sein Leben, ist aber tot. Aufklärer 37 hier. Trete strategischen Rückzug an. Tauch doch nicht einfach so auf, Mann. Junge. Okay. Ich habe das Gefühl, dass hier jetzt garantiert öfter mal irgendwelche fliegen. So wie da zum Beispiel. Ich meine, der kämpft. Gegen wen kämpft er? Da ist kein hohes Gras, also kann hier nur ein Angriff stattfinden. Aufklärer 47 trifft in den Kampf ein. Wir werden sie aus den Hochland vertreiben. Betreiben es, was? Okay, sehr. 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 Ganz ehrlich, Taifu, wenn, dann können wir dich auch mal einsetzen. Ich meine, die haben schon zwei Wasserviecher. Taifu, wenn das nicht irgendwie deine Welt ist, ne? Weil du bist auch noch ein kleines bisschen unter Level derzeit. Aber wenn das nicht deine Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Hoffen wir mal das Beste. Uff. Geht sowieso auf Christina, denke ich mal. Ja. Ja, Taifu habe ich hier so ein bisschen das Problem. Ist ein bisschen low. Weil mit Level 38 bist du sehr, ne? Sehr schwach. Und das wirklich, scheiße. Ich versuche. Oh, er heitert uns auf. Er heitert Ukama auf. Der hat das überlebt. Ich leck. Oh Mann. Warum überlebt denn der das? Scheiße. Dich wechseln wir jetzt einfach mal aus Spaß aus. Gegen Gulda. Und du machst Kratzer. Scheiße. Nimm mal. Scheiße. Da war ich mir zu sicher gewesen. Ja, er heitert uns auf. Also Dendrin. Wir werden ja scheinbar nicht aufgeheitert hier. Jetzt aber. Ja. Nochmal 4 LP. Ach, ist das schön. Okay, ich glaube, wir sind auch nicht gerade sehr stark dagegen, aber... Was soll ich machen? Macht das eigentlich auch Schaden? Nee, kein bisschen. Das vergiftet nur, ne? Naja, gut. Kratz ihn! So süß, dieser Angriff. Dieses kleine, zarte Kratzen. Gut. Ich wurde besiegt! Ich wiederhole, besiegt! Alarmiert alle Einheiten nahe Seenhügel. Nicht Sennhügel. Meins. Verstärker Ananas.
Bringt was? Oh, wir haben noch einen Pfirsich. LP. Gulda. Ich weiß, du hast schon einen Haufen, aber du kriegst einfach noch mehr, weil du bist so einfach. Giftattacken, sind die jetzt psychischer Angriff oder physischer Angriff? Also Magie oder nicht Magie? Steht das irgendwo? Magie, das ist, ne? Das ist alles Magie. Okay, wir haben hauptsächlich nur Magie-Attacken, wa? Okay, da ist das unterschiedlich. Wen kriegst du das jetzt? So. Entschuldigung, ich finde das echt komisch, das Klettern. Okay, wir gehen aber erstmal zurück, weil wir müssen uns tatsächlich heilen, weil Babunk ist schon wieder... Naja, ihr wisst ja, wie es läuft mit Babunk. Der ist immer tot. Zwangsneurose, Musterlachen. Tatsächlich nicht meine Schuld. Aber cool, dadurch, dass wir jetzt klettern können, können wir natürlich ganz ungeahnte Höhen erreichen, was Klettern so auf sich hat. Guck, die ist, glaube ich, normal, oder? Ganz normal, Temtem. Sehr gut. So, dann gehen wir uns jetzt heilen. Und dann machen wir erstmal Feierabend. Ich muss ja gleich kochen und dann müssen wir die Welpen gucken. Alter, nur noch 39.000 Geld. Die Hälfte von dem, was wir bis jetzt über die ganze Abenteuer eingenommen haben. Nur noch, geil. Haben wir nicht sowas wie eine Giftbombe? Du kannst nicht die Giftbombe leeren. Okay, das schockiert mich jetzt tatsächlich. Du kannst zerfleischen lernen. Aber lohnt sich das? Okay, schockiert mich, dass du nicht die Giftbombe leeren kannst. Das ist eine Giftattacke, du bist ein Giftvieh. Fußarbeit. Riesenschlitzer. Statt Kratzer? Eigentlich schon. Sind die dann eigentlich weg? Ja, ne? Die sind dann, glaube ich, weg. Nö, die sind noch da. Okay. Treibsand. Aber jedes Temtem auf dem Schlachtfeld. Aber gut, wir haben auch nichts. Entwirren kann er. Schön. Na gut, aber das wollte ich gar nicht. Warum heile ich? Ist egal. Ist egal. Ignoriert das eigentlich, was ich mache. Denn wir machen nämlich jetzt Feierabend. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was wollte ich? Karte. Wenn wir denn, naja, das erste Mal klettern gelernt haben. Da hinten können wir auch klettern und da können wir klettern und da können wir... Also wir können jetzt über... Ah, das ist so geil, dass wir jetzt klettern können. Und scheinbar gibt es dann eine Abkürzung nachher, dass wir da runterklettern können, wenn wir da lang klettern. Und dann können wir da hochklettern und da lang klettern. Aber auf jeden Fall können wir mit Klettern jetzt richtig klettern. Wisst ihr Bescheid? Ich mache jetzt Feierabend. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Zwei Radar durchgespielt und kein Luma. Ich mag Bodenboden so gerne als Luma. Ja, ich wünschte, ich hätte auch gerne ein Luma. Ich wünschte, ich hätte auch ein Luma. Ich hätte so gerne eins. So.
Aber im Endeffekt sehen sie nur anders aus. Und anders aussehende werden meistens geschubst. Deswegen vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Ich mache jetzt Feierabend und beim nächsten Mal klettern wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.